Hallo Freunde, danach da bin ich wieder euer Sahdun mit der neuen Folge Imperatorum. Wir spielen als Baratrasha. In der letzten Folge hat uns Zhang den Krieg erklärt, aber nur deshalb, weil Sumpa unser Vasall geworden ist und Sumpa der Krieg gegen Zhang. Und wir hatten vorher noch, bevor halt Zhang uns den Krieg erklärt hat, dem Sulukitenreich den Krieg erklärt. Das heißt, wir haben jetzt einen astreinen Zwei-Fronten-Krieg. Könnten ja noch ein paar Söldner rekrutieren, wo die Moral jetzt auch so langsam an einem Level angelangt ist, wo wir jetzt mit den Armeen einschreiten können hier in den Krieg gegen Zhang. Ja, gegen das Seleukidenreich müssen wir die Provinz Arktike erobern, um unser Kriegsziel zu erreichen. Hier hatten wir aber eine erste Schlacht gegen die Seleukiden geschlagen. Wir hatten hier 40.000 Mann zusammengezogen, da haben wir leider verloren. Wir müssen das Ganze jetzt hier im Auge behalten, weil wir haben hier auch keinerlei Rückendeckung durch Festung. Lagerung wurde gewonnen. Ach hier, okay. Sehr gut. Das ist ja auch noch ein Ziel von uns. Bakterien halt rauszulösen. Ja, das ist eigentlich unser Primärziel. Auch wenn wir halt erstmal als Kriegsziel hier Atikane haben. Das gehört hier schon zur nächsten Provinz. Zur Schlacht. Die marschieren mit 50.000 Mann an. Ein 8. General hier auch. Warum wird das hier als orange dargestellt? Okay, weil wir jetzt mit 40.000 Mann reinmarschieren. Ja, jetzt sieht es sogar rot aus. Wir warten ab, bis das hier festgemacht ist. Da sehen sich ein bisschen unschlüssig, was sie machen sollten. Ich hasse es, diese blöden Zwei-Fronten-Kriege. Dadurch haben wir halt jetzt hier unser Augenmerk verloren auf dieses Gebiet. Dieses Schlachtgebiet gegen Zhang. Das nervt halt einfach. Das kommt ja noch Verstärkung nach. Oder kommt keine Verstärkung? Nein, es kommt keine Verstärkung nach. Aber wir gewinnen die schon. Das ist schon mal positiv. Doch, es kommt doch noch Verstärkung hinterher. Wir sind dann 23.000 Mann angestiegen. So, was machen die hier nun? Tanzen oder was? Die teilen sich auf. Wir sind siegreich, aber es ist die Schlacht dort oben gegen Zhang gewesen. Die sind sich absolut unschlüssig, was sie machen, diese Leukien. Wir bleiben hier einfach stabil stehen. Wir werden sogar noch den 50. Akt mit Gewaltmarsch hier aufschieben. Vorsichtshalber, falls sie auch noch Truppen nachziehen. Wir hatten gesagt, wir bleiben ja erst beim Defensiv, aber wir gehen ja eben doch in die Offensive, weil die Seleukiden kommen ja mit X bis jetzt. Frinion möchte Stein haben, könnte bekommen. Das haben ja schon auf den Schwertern gelassen. Das ist halt auch absolut mieses Territorium. In den Bergen kämpfen mit Elefanten
Überhaupt nicht so toll. Ihr seht, dass hier alles rot. Aber zum größten Teil halt rot. Versuchung gleich null. So, sind jetzt hier fertig mit Tanzen. Nein. Die Lagerung ist gewonnen. Ja, die Lagerung. Na, greift doch endlich an. Übelgebiet, wir stehen bombastisch und hier unten sind es Ebenen. Hier unten ist auch ein Fluss, also die müssten die Flüsse überqueren, würden ja andere normal hinbekommen. Also an ihrer Stelle würde ich mich tatsächlich hier auch nicht angreifen, jedenfalls nicht mit nur 40.000 Mann. Das ist zu wenig. Die müssten wir noch mehr zusammenziehen. Aber das Ding ist, das Leukidmarsch hat ja auch gegen die Saurien. Minus 10 für die Saurien. Oh, die haben auch gegen Makedonien und Kyrenaika Krieg. Hm, hm? Ist gewonnen. Sollten wir irgendwie zusammenhalten oder uns dann mit dem Axt zusammentun. Wir rücken schön gemeinsam vor. Dann schaut es im Zang aus. Super. Robert schön mit. Das ist gut. Wir haben ja wirklich extrem viel Truppen verloren. Was machen die Söldner hier? Sind noch nicht mal direkt angekommen. Und so haben wir auch noch eine Weile. Wer ist das? Wer ist gestorben? Stadthalter. Stadthalter von Himalaya ist gestorben. Okay. Nehmen wir den Dreier rein. Provinzhandel plus 10%, das ist okay. Kultur und Religion ist zum größten Teil schon unser. Also ist schon unsere Religion und unsere Kultur, die es da verbreitet hat. Das ist sehr gut. Naja, oben läuft es gut. Also bisher überhaupt keine Gegenwehr der Seleukiden. Und hier unten, die haben sich jetzt verfestigt. 42.000 Mann greifen uns hier unten an. Alles, was wir haben, mit Gewaltmarsch. Ab nach Medonat. Und ihr bitte auch noch. Naja, sie haben... Na doch, sie ziehen doch nochmal die 18.000 Mann hinein. Das ist okay.
Wir ziehen jetzt die 12.000 Mann noch mit hinein. Das sieht gut aus. Sie verheizen jetzt ihre 15.000 auch noch. Belagerung konnte hier gewonnen werden. Bedeutet, wir können hier vorwärts marschieren mit den Axt. Wir haben jetzt 70.000 Mann hier am Start. Also die 15.000 sollten keine Chance haben. Wir konnten sogar vorher die Schlacht schon beenden. Es sind gerade mal 3.200 von uns gestorben. Vom Gegner 27.000. Die haben die komplette Armee verloren. Das ist natürlich heftig. Die hatten jetzt hier die bessere Moral, weil die halt frisch noch waren. Aber unsere numerische Überlegenheit ist einfach zu extrem. Wir gewinnen auch diese Schlacht hier. Es endet mit der kompletten Vernichtung der gegnerischen Armeen. Das waren 40.000 Mann. Das waren 3 oder 4 Armeen. Ich denke, wir können es uns jetzt sogar erlauben, hier in die Offensive zu gehen. Es wurden halt gerade 4 Kohorten komplett vernichtet. Kohorten sage ich schon. 4 Armeen, 4 Strati. Vernichtet. Kriegsziel ist noch nicht ganz unser. Batziap, die Stadt, müssen wir noch erobern. Schön gleichmäßig vor. Da geben wir Rückendeckung, wobei wir können ja ruhig auch noch die andere Seite versuchen zu erobern. Nach Zangen müssen wir uns auch nochmal umschauen und die kommen ja mit 20.000 Mann. Das ist halt überhaupt nicht schön. Da werden wir zu tun haben, wir mit unserem 9. Akt. Deshalb werden wir diese Akt noch mit hinten anstellen als Reserve. Können wir jetzt langsam vorrücken. Ah, hier ist eine Festung. Vierer General, ein Fünfer General und ein Achter General. Gehen wir das natürlich mit dem Achter General an. Na, die 20.000 Mann müssen wir im Auge behalten. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Sieht doch ganz gut aus hier oben. 10er Kriegsstand, da brauchen wir noch nicht nachzuschauen, ob wir Frieden verhandeln sollten oder überhaupt können. 10 Kriegsstand ist halt ein Witz. Obwohl wir unser Kriegsziel schon komplett erobert haben. Ah, schaut mal, jetzt 25. Ja, wollte gerade sagen, 10 Kriegsstand, trotz dass wir das Kriegsziel schon in unserem Besitz gebracht haben. Wir haben ein bisschen wenig. Jetzt ist es auf 25 hochgegangen. Jetzt ziehen sich die Seleukiden zurück. Die werden einen Großteil ihrer Armeen halt auch in Isaurien haben. Wo sie auf dem Vormarsch sind.
ziehen sich wieder zurück hier. Uns soll es recht sein. Sumpa belagert jetzt die Festung hier in Lhasa. Belagerung von Barma ist gewonnen. Aha, das sind unsere Söldner, mit denen wir hier Druck ausüben. Im äußersten Westen von Zhang und werden jetzt auch vorwärts marschieren. Wartet mal, hat Yalung jetzt hier den auch noch den Krieg erklärt? Nein. Die haben halt nur militärischen Zugang gewährt. Mhm. Industrieunfall in Oscobara kennen wir auch schon. Sie wollen halt jetzt Zahlung haben. Also das Oberste ist halt immer das Beste, umso wenig negative Auswirkungen auf die Region dort zu haben und ja, die Beliebtheit und die Loyalität des Edesherr, des Statthalters dort oben in Baktrien, beziehungsweise die Beliebtheit unseres Chakravarti zu steigern. Und je weiter man nach unten geht, umso mieser werden dann die, ja, die Bedingungen, also umso mieser geht es dann den Leuten und umso mieser geht es dann halt auch unserer Beliebtheit bzw. unserer Loyalität. Deshalb, wir haben genügend Geld auf der hohen Kante. Genau für solche Sachen sparen wir das Gold und wir sagen, entschädigt die Eigentümer und sorgt für angemessene Arbeitsbedingungen. Wer ist verstorben? Jetzt kommen natürlich auch noch Barbaren. General von Söldnern. Oh, das war der Elfer-General. Haben die jetzt einen adäquaten Ersatz bekommen? Nö. Wahrscheinlich den Siemer jetzt geworden hier. Hm. Barbaren. Wo sind jetzt auch noch Barbaren aufgetaucht? Hier unten 46.000. Das ist tatsächlich noch ein mini kleines Barbarengebiet. Aber wir haben hier drei Achs. Das ist ein Zweier-General. Wir haben ja überhaupt keinen General am Start. Upatissa-Familie ist auch noch etwas angesäuert. Ja, schauen wir. Haben wir hier einen gescheiten Upatissa? Dort unten habe ich schon einen gesehen. Ja, hier. Oh, ist auch nur ein Dreier. Ist der jetzt immer noch verachtet, wenn er hier den Posten hat? Sieht fast so aus. Haben wir noch einen General, den wir hier auf den Posten hieven können? Nö. Mist. Was kostet es denn, die Barbaren hier auszuzahlen? Ey, ich tue mich da schwer, wirklich. Bei solchen Ausgaben, bei richtig hohen Ausgaben... Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Das ist im Real Life bei mir genauso, ja. Da tue ich mich auch übelst schwer immer. So viel Geld auf einen Haufen. Und hier ist das, sind das 10.000 Goldstücke. Ach, nee, machen wir nicht. Dann nehmen wir es hier lieber mit den Barbaren auch noch auf. Asangia marschieren die. Nee, in Korelora. Aha, hier unten. Kommen sie an, in die Festung marschieren die. Ja, dann. Wir marschieren mit allem, was wir haben, dahin. Und werden dann der Festung helfen. Da müssen wir jetzt dran denken. So, wie schaut es hier oben jetzt alles aus? Wir stehen hier eigentlich ganz gut. Können uns gegenseitig unterstützen. Müssen ja jetzt hier nicht unbedingt weiter vorwärts marschieren. Wir werden das Gebiet noch erobern und die Akt dorthin stellen, dass wir uns gegenseitig schön Rückendeckung geben können.
Hier haben wir noch einen Großteil unserer Axt, mit denen können wir weiter vorwärts marschieren. Ebenso mit denen hier. Wo marschieren die jetzt mit den 20.000 Mann hin? Das ist wäre nochmal interessant zu wissen. Statthalter von Karnata ist verstorben. Ja, uns gehen die Spitzenleute langsam aus. Wir haben ja noch einen 28-Jährigen, ist zwar nur ein Vierer, aber immerhin, er macht etwas für das Bevölkerungswachstum. 0,02%. Das passt doch. Machen die Barbaren, blockern nach wie vor hier unsere Festung. Unsere Axt sind leider noch nicht in Reichweite. Ja, der Krieg läuft, Freunde der Nacht. Es ist anstrengend, das auf jeden Fall, hier so einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen, beziehungsweise jetzt hier unten sogar noch gegen Barbaren zu kämpfen, aber es sieht im Moment ganz gut aus. Der Kriegsstand ist okay. Wir wollen von Zhang eigentlich nichts haben. Könnten durchaus versuchen, mit Zhang Frieden zu schließen. Das Ganze schauen wir uns aber mal in aller Ruhe dann in der nächsten Folge an, wenn es da wieder heißt, Zahadum zockt Bharadwaja, zockt Imperator Rom mit Bharadwaja. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts unten gibt es noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich freuen. Bis dahin, bye bye, euer Zahadum.